Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem, ja eben gerade nicht Vlog, sondern einfach irgendwie ein ganz normales anderes Video. Denn wie ihr es im Titel schon gesehen habt, dass das hier eben gerade kein Vlog ist, ist gerade das Problem, worum es hier in dem Video geht oder was auch immer. Und zwar, falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, in Hamburg sind jetzt Märzferien, Skiferien, Frühjahrsferien, wie auch immer man das Ganze nennen will. Und ja, ich bin hier im Urlaub in Bayern, im Allgäu und hatte eigentlich vor zu vloggen. Wir sind nämlich viereinhalb Tage, heute ist Mittwoch. Und an all diesen vier Tagen habe ich mir eigentlich am Abend vorher vorgenommen, an diesem Tag zu vloggen. Und ich habe es ab keinem von den vier Tagen, wie ihr es vielleicht gesehen habt, geschafft, einen Vlog zu machen. Obwohl wir wir waren Skifahren. Ja, wie gesehen, wir haben was gemacht so, aber trotzdem habe ich es einfach nicht geschafft zu vloggen und das ist bei mir irgendwie in den Ferien immer so. Ich habe gerade mal auf meinem Kanal geguckt, in den Sommerferien, 5 Wochen oder sowas waren wir insgesamt weg. Ich habe 3 Vlogs gemacht, 3 Vlogs in 4,5, 5 Wochen und von diesen 4,5, 5 Wochen waren glaube ich 1,5 Wochen irgendwie Griechenland, davon habe ich gar keinen Vlog gemacht von Griechenland so. Ich habe sogar einen Tag habe ich da sogar einen Vlog angefangen. Ich habe morgens angefangen zu vloggen und so weiter, aber dann nachmittags habe ich mir gedacht, irgendwie, keine Ahnung, ist scheiße, habe aufgehört. Ich glaube, ich müsste die Rohdatei davon sogar noch haben. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Vlog, Leute, und bin jetzt für 10 Tage hier auf Kreta in Griechenland. Ja, wie ihr gesehen habt, habe ich da auf jeden Fall angefangen, jedenfalls einen Vlog zu machen. Wenn ihr dann auf meinen Kanal anguckt, da gibt es keinen Griechenland-Vlog und allgemein eben nur 3 Vlogs von den ganzen Sommerferien. Und so ist es bei mir immer so. Ich nehme mir immer vor den Ferien vor, in den Ferien mache ich, keine Ahnung, nicht unbedingt Daily Vlogs, aber jeden zweiten Tag einen Vlog. In den Ferien habe ich Zeit, da kann ich den ganzen Tag was machen, da kann ich schneiden und so weiter. Und trotzdem schaffe ich es einfach nie in den Ferien irgendwie einigermaßen regelmäßig Vlogs zu machen. Jetzt ist es wieder so, ich habe es wieder nicht geschafft, irgendwie einen Vlog zu machen. Ich habe eigentlich sogar immer meine Kamera dabei, wenn ich hier unterwegs bin. Ich habe immer meine Kamera in der Hand, im Rucksack, wo auch immer. Aber wenn ich dann halt irgendwie was Geiles sehe, meistens ist es so, dass ich das Ganze dann fotografiere, weil, keine Ahnung, im ersten Moment, wie gesagt, fotografiere ich das einfach und dann fotografiere ich und fotografiere ich und fotografiere ich und dann ist irgendwie schon vorbei oder was auch immer und dann merke ich so oder bin schon weg und dann so, ach scheiße, ich hätte ja auch was filmen können, wieder vergessen, so. Und ja, jetzt auch die Ferien, ich hatte immer die Kamera dabei, ich habe schon einige coole Fotos gemacht, ich blende euch hier mal eins ein. Ja, ich sehe das jetzt hier gerade auf meinem Laptop, die sind schon einige ziemlich geile Fotos dabei. Ich habe jetzt auch mal angefangen, RAW zu fotografieren, die in Lightroom zu bearbeiten. Keine Ahnung, warum ich das bis jetzt nicht gemacht habe. Ich blende nochmal hier ein Bild ein. Sind auf jeden Fall, ja, geile Bilder bei rausgekommen so. Ich habe euch vielleicht auch einfach mal meinen Instagram-Account in der Beschreibung verlinkt. Guckt einfach mal vorbei, sind ein paar coole Landschaftsbilder und so weiter auf jeden Fall am Start. Ja Leute, wie gesagt, das ist eben so das Ding, dass ich in den Ferien es einfach immer nie schaffe, irgendwelche Vlogs zu machen. Keine Ahnung, warum das liegt. Und ja, das ist das Problem. Keine Ahnung, wie ich das jetzt hier in den Ferien mit vlogmäßig, videomäßig oder sowas weitermache. Ich denke mal nicht, dass ich jetzt auf einmal schaffe, regelmäßig Vlogs zu machen. Und ja, keine Ahnung. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, was auch immer. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.